Hallo Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Boundless. Boundless. Boundless, Freunde, euer Lieblingsprojekt, genauso wie unser Lieblingsprojekt Minecraft Boundless. Wir alle lieben so. Oh, ich hätte dir nicht helfen sollen. Oh mein Gott, zwei Herzen, bitte. Komm ein bisschen runter, okay? Freunde, ihr müsst wissen, wir haben vor der Folge, haben wir dem Elias, habe ich dem Elias einen wunderbaren neuen Zauber gemacht, also ein bisschen dabei geholfen, dass er sich den machen kann. Und wir werden heute erstmal in der Folge für mich einen neuen Zauber machen, denn unsere Angriffszauber ja beide weggebackt sind, deswegen dachten wir uns, hey, machen wir einen vor der Folge, sodass die Folge nicht allzu lang wird, denn wir werden heute was ganz Besonderes machen, und zwar werden wir heute einen Magiebot besiegen, Elias. Oh mein Gott. Freunde, wir werden heute den Earth Guardian machen. Man muss eigentlich Level 25 sein in der Magie. Ich bin Level 12, du bist mit Level 7 oder so. Es sind nicht die besten Voraussetzungen, sage ich mal, aber ich denke mal, wir kriegen das hin, oder? Ich meine, wir sind doch richtige Profis hier im PvP, ne? Das ist viel zu einfach. Ja, wirklich. Auch im Training. Das, genau. Freunde, und außerdem braucht man nämlich... Oh mein Gott. Also wirklich... Freunde, ihr müsst wissen, Elias hat jetzt so einen Kumpel, warte, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Elias hat einen neuen Angriffszauber und zwar mit Lightning Damage, Freunde. Ich werde mir gleich einen mit Frost Damage machen, bin auch mal sehr gespannt, wie das dann am Ende wird. Oh, aber, okay. Willst du meinen Zauber mal haben? Ja, genau, dann kann ich den Leuten das mal auf jeden Fall mal zeigen hier. So, hier nehmen wir kurz den wunderbaren Zauber. Also dieser Name, ne? Also der ist wirklich, Der brillant. Der ist brillant, okay. Mann, ich dachte, ich kann dich jetzt zu deinem eigenen Waffen umbringen. Das wäre viel cooler gewesen. Auf jeden Fall, Freunde. Braucht man, um den Boss nachher zu spawnen, einen bestimmten, wie sagt man das? Ein bestimmtes Podium, was man sich bauen muss. Und dazu braucht man nicht Obsidian. Ich glaube, wir haben keine Obsidian. Deswegen wäre deine Aufgabe jetzt während der Folge ein bisschen Obsidian zu holen, sodass wir am Ende den Kampf machen können, Elias. Ja, locker. Machst du das? Ja, klar. Das wäre super. Oh mein Gott! Irgendwann klaue ich dir die Kanone, ich sag's dir. Das wird ganz. Willst du das machen? Ja, das ist dann meine nächste Frage. Ich wollte gerade mal ganz schnell mal gucken. Ich muss noch mal gucken, ob ich überhaupt... Warte, ich nehme erstmal hier Frost Damage. So. Und jetzt brauche ich erstmal, weil man hier, wie gesagt, ein Book and Quill reinlegen muss. Wir haben lange nichts mit Magie gemacht, fällt mir gerade auf, ne? Wirklich? Warte mal, ich guck mal kurz. Habe ich noch ein Book and Quill? Ja, das ist Ferdinands Tagebuch. Ich weiß nicht, ob ich das abgeben will. Nehmen wir kurz hier Inkstack. Hast du noch eine Feder? Ich glaube, nee, ich habe keine mehr. Ich habe eine. Eine Feder wäre nämlich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und mein Name-Tag für meinen Pony, mein letztes Pony. Ja, genau, Pony, ihr müsst wissen, Elias Ponyback ist kaputt gegangen, keine neuen mehr spawnen und das nicht mehr einsammeln. Leute, das backt mit dem Kopf in der Mauer drin von einem Haus. Oh nein. Das hat Sehnsucht nach mir. Schau mal, es mag dich so gerne, ist doch nett eigentlich, oder nicht? Ist doch cool. Ja, klar. Ich suche gleich mit dem Pony einen Lavasee und dann hole ich Obsidian, dann ist alles gut. Ja, das wäre auf jeden Fall perfekt so. Ich muss erstmal gucken, hier, wie viel überhaupt mein Zauber kostet. Nachher kann ich mir den gar nicht leisten, wenn man so viel dafür braucht. Das wäre ein bisschen dumm, aber so, wir packen erstmal das jetzt hier so rein. Okay, wir packen jetzt erstmal hier Projectile hier rein und dann mein neues Alliances Frost Damage. Genau, hier haben wir es. Ich bin mal sehr gespannt, wie gut Frost Damage ist. Boah, wie nenne ich den Zauber? Oh nein, was ist passiert? Es ist ausgebrochen. Was? Er ist ausgebrochen? Ich hab geholfen. Aber es ist trotzdem ausgebrochen. Okay. Ich nenne meinen Frostzauber der Kühlschrank. Oh, sehr kreativ. Ja, wirklich. Weil schon mal Frost und Kühlschrank, das passt auch. Hier ist übrigens noch dein Buch hier. Das nehme ich mal kurz weg. So, packe ich mal meins drauf. Und jetzt gucken wir mal, was brauche ich hier. Ah, ich brauche gar nicht viel tatsächlich. Ich brauche einfach eine Blank Rune Vintium. Ich nehme einfach das Buch mit. Dann kann ich jetzt immer nachlesen. Warte, so. Ich nehme es kurz mit. So. Okay. Dann kann ich jetzt immer nachlesen und kann einfach gucken. Hier in der Zeit. Hast du einen Amboss? Einen Amboss? Ich glaube ja. Ja, ich habe einen. Ich habe einen tatsächlich. Ich habe mir übrigens hier vor der Folge nochmal hier Arcan Ash gemacht ein bisschen, da wir das nachher brauchen für den, für was brauchen wir das eigentlich? Warte mal, wir brauchen das für, ich glaube für diesen Iron Inlay, das brauchen wir. Letztes Mal brauchten wir den Gold Inlay, glaube ich. Und jetzt brauchen wir hier diesen Iron Inlay halt und da braucht man Arcan Ash nachher. Ich brauche einfach noch ein XP, damit ich das umbenennen kann, ich glaube es nicht. Ein XP, soll ich das für dich umbenennen? Nee, ich mach das schon. Okay. Dein Name wird dir nicht gefallen, deswegen. Ja, okay, dann lasse ich das einfach mal. Okay, ich nehme. Auch. Ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe gerade gesagt Gold Inlay. Ich glaube, letztes Mal war ein Redstone Inlay, oder? Warte. Ja, das ist rot. Okay, das war auf jeden Fall Redstone. Okay. Freunde, weil für die Leute, die Folge nicht gesehen haben, wann war das? Folge 14 oder so? Da haben wir auf jeden Fall den ersten Magieboss hier von Ars Magica besiegt. Und der war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Das war, glaube ich, der Water Guardian. Das war so eine Qualle. Ja, genau. Kolossaler Quallenboss hieß die Folge, glaube ich. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen, falls ihr es nicht gesehen habt. So, warte, was brauchen wir? Wir brauchen eine Blank Rune, wir brauchen ein Vintium, das. Habe ich vor der Folge noch geholt, weil ich ja auch was für Elias gebraucht habe. Dann brauchen wir einen Arrow und zwei Schneebälle. Haben wir noch Schneebälle?
Ja, tatsächlich, wir haben nur sogar genau zwei. Oh mein Gott, ey. Alles klar, Freunde, da ist gerade mal kurz die Aufnahme abgeschmiert, aber wir sind jetzt auf jeden Fall wieder da. Ich muss, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir wollten hier kurz diese Materialien hier raussuchen. Wir waren, glaube ich, bei Arrow stehen geblieben. Habe ich einen Pfeil? Ja, habe ich schon drin. Okay, perfekt. Wow, perfekt. Hör auf, so laut zu essen, Elias. Tut mir doch leid. Aber ich kann mein Pferd jetzt umbenennen. Kannst du Pferd umbenennen? Okay, weil, okay, ich will den Namen sehen. Oh nein, ich hab ein bisschen Angst tatsächlich, aber ich bin mal gespannt, wie es jetzt heißt. Oh nein, mach Rechtsklick. Hab ich schon. Hast du? Es hat bei mir keinen Namen. Hast du bei dir einen Namen? Ja. Vorne, ich reconnecte einmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Also Freunde, irgendwie buggt das gerade ein bisschen. Ich kann auf jeden Fall den Namen leider nicht sehen, Elias. Soll ich in den Chat schreiben? Ja, schreib in den Chat. Bitte kein dummer Name. Wenn es jetzt ein dummer Name ist, dann gehört die Kanone für den Tag mir. Nö. Also es ist ein dummer Name. Perfekt, okay. Ich lass mich davon einfach gar nicht mehr... Nicht... Oh! Okay, deine Rüstung ist kaputt gegangen mit einem Faustschlag. Das war nicht geplant, es tut mir leid, okay? Ich wollte das Ganze nicht, Mann. Ach so, okay, dann ist gut. Ja, ne? Oh mein Gott! Das ist, oh mein Gott, Elias, bitte. Ich hab dir beim Zauber geholfen, deswegen. Ich hab sowas nicht verdient. Ich glaube, bei mir backt es einfach. Bei dir backt es? Guck mal, ob es jetzt einen Namen hat. Warte. Ich habe keinen Spellpatchant mehr. Warte, ich guck kurz, warte. So. Es hat keinen Namen, nee. Hä? Das Nametag nehme ich gerade zurück. Was? Ganz cool. Gib mir das mal. Nö, jetzt ist es zu spät. Ich hab schon wieder drauf gemacht. Wo bist du? Ah, du fliegst schon weg. Ach so, du fliegst schon weg. Okay, perfekt. Tschüss. Guckst du mal ein bisschen noch auf sie, dann können wir gleich auf jeden Fall den wunderbaren Boss machen. Das wäre auf jeden Fall gut. Hast du noch zufälligerweise ein Spellparchment? Warte, kannst gerne mal nachgucken. Ganz kurz. Ah, warte. Du hast wirklich eins. Guck mal, vorbereitet. Aber mach kurz einen Regentanz. Oha, es hat gewirkt. Schau mal, es wird weniger. Es hat aufgehört zu regnen. Ich bin brillant. Das ist ja krank, wirklich. Was? Ich glaube, Blank Room war das erste. Oder genau, okay. Jetzt hier ein Windium Dust. Einen Arrow. Ich packe die mal in die Hotbar. Das sieht ein bisschen schöner aus. So, machen wir mal so. Okay. Ich weiß nicht, warum ich gerade so gesagt habe, aber okay. Machen wir so. Und das letzte Spell Parchment. Und da haben wir jetzt unseren wunderbaren Kühlschrank. Okay. Was passt denn so zum Kühlschrank? Was könnte hier so ein cooles Symbol für den Kühlschrank sein? Oh nein. Es passt etwas Kaltes. Etwas Kaltes. Boah, ich glaube, das sieht sehr kühlschrankhaftig aus hier. Oder das? Oh nein. Nee, das sieht aus wie ein Kühlschrank. So, das ist jetzt der Kühlschrank hier. Das ist, glaube ich, wieder... LOL! Es sieht aus, als ob ich so einen magischen Schneeball in der Hand habe. Warte, wie viel Damage macht der? Der macht bei Creepern 8 Damage. Ich bin völlig verwirrt. Warum? Ich wollte gerade ganz normal meinen Wassereimer setzen, ja, weil ich halt was gefunden habe. Ja. Ich habe plötzlich das Nametag wiederbekommen. Was? Was? Hä? Das soll einfach nicht. Wie geht es? Ich traue mich jetzt nicht mehr anzufassen. Ich hätte auch Angst an der Stelle. Warte mal, ich überlege gerade mal. Ich glaube, es gibt... Warte, ich packe mal kurz erstmal hier dein Toys Linker C-Ding da in deine Kiste. ich will mal ganz kurz gucken. Ich glaube, es gab mal irgendwie so ein... Spellbook, da konnte man seine Zauber reinlegen, sodass man den nicht alle in der einzelnen im Hotbar haben musste. Genau, das geht tatsächlich. Warte mal, okay, wir brauchen Strings, wir brauchen Leder, habe ich auch noch, perfekt. Was war das andere noch? Wir brauchen noch Paper, habe ich auch noch. Okay, dann machen wir uns das Ganze mal schnell, Freunde. Ich mache mir jetzt nämlich ein Spellbook. Das ist so ein Buch und da kann man alle seine Zauber einlagern und dann muss man die nicht alle mal im Inventar rumschleppen und kann die einfach immer im Buch dann switchen. Ganz kurz. Ich habe das Nametag schon wieder bekommen. Hast du jetzt zwei Nametags? Nein, ich habe es wieder dem zurückgegeben. Warte, kann ich mir mit Wassereimer jetzt sitzen? Irgendwie ist das komisch. Ich habe schon wieder eins bekommen. Okay, ich weiß nicht, wie viele Nametags du gerade bekommst, aber irgendwie scheint das sehr komisch zu sein, oder? Ein bisschen vielleicht, ja. Ein kleines bisschen. Ein kleines Abiesel, ne? Abiesel. Abiesel. Okay, warte mal, ich pack mal kurz hier. Warte mal, ich habe jetzt schon ein bisschen was vorbereitet für den Boss. Warte, hast du jetzt Obsidian? Ich hole das gerade, weil ich hatte kein Wasser immer mehr. Wir brauchen insgesamt 8 Stück. Okay.
Ich hoffe, wir brauchen noch Wochen für die Mitte noch ein Chisel. Ah ne, warte, erstmal zeige ich jetzt dieses Spellbook. Denn, Freunde, dieses Spellbook hier, wenn ich es in der Hand habe, weil ihr habt gerade gesehen, wenn ich jetzt Shift mache und rechtsklick, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel einen Zauber reinlegen, wie ihr seht. Jetzt habe ich hier der Kühlschrank und der Zerhexler drin. Und wenn ihr jetzt mal oben links gucken würdet, da seht ihr jetzt ja so eine Art neue Hotbar, wo halt auch meine Zauber dann drin sind. Und wenn ich jetzt hier Sneaker und Mausrad benutze, dann wechsle ich nicht mehr in meiner normalen Hotbar, sondern in dieser Spellbook-Hotbar und kann jetzt halt so gesehen, wie ihr unten jetzt seht, meine Zauber auswählen, wisst ihr? Und das kann ich jetzt zum Beispiel hier einmal mit dem Kühlschrank schießen und jetzt, wenn ich jetzt hier einmal so mache, kann ich wieder zur Hexler schießen. Wenn ich jetzt wieder so mache, wieder Kühlschrank und immer so weiter. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil das halt wirklich viel Platz im Inventar spart. Müssen wir die auch mal machen, wenn du mehr Zauber hast, oder? Ja, aber ich glaube, mit einem Zauber kann man sie jetzt erstmal noch sparen. Ach, du hast nur einen? Ja, ich glaube, oder? Ich weiß es gar nicht. Wir müssen dir mal so einen Abbauzauber machen, weil dann kann man extrem schnell sein Level upen. Keine Ahnung. Sehr gut beschrieben. Dankeschön. Also ich freue mich immer über solche Komplimente. Ah, das ist doch kein Ding. Musst du dich nicht bedanken. Doch, ich finde, da muss man sich mal für bedanken. Dankeschön. Ja, musst du auch. Ach so, okay. Warte mal, wir brauchen auf jeden Fall für die Mitte gleich hier so ein Chisel-Stormbrick, weil ich zeige euch, wie das ganze Monument dann aussieht. Also man braucht einfach 4 Stormbricks. Habe ich noch Stormbricks irgendwo? Ich habe tatsächlich noch Stormbricks, als ob. Warte, okay, warte, dann machen wir es mal so kurz. Machen einmal so und jetzt habe ich hier unseren Chisel-Stormbrick. Okay, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf dich warten, dann können wir schon anfangen. Also wir brauchen auf jeden Fall 8 Obsidian und wenn wir das dann haben, können wir auf jeden Fall auch schon anfangen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo wir das am besten machen sollten. Sehr, ja. Schlag mal was vor, schnell. Im Norden von deinem Haus aus. Im Norden von... Okay, warte, ich mal kurz, wo der Norden ist. Also, da war letztes Mal der Boss, oder? Ja. Okay, wir machen einfach... Okay, warte, ich gehe einfach irgendwo hin, dann musst du dich daran richten. Ist mir egal, ob du das dann gut findest oder nicht, ne? Oder warte, okay. Wir machen den einfach da hinten auf dieser anderen Insel, wo diese weißen Bäume sind. Da machen wir das. Ja. Okay. So. Ich bin fast fertig. Bist du fertig? Okay, perfekt. Dann kommen wir einfach gleich zu dieser Insel mit weißen Bäumen. Dann können wir das Ganze machen. Mhm. Und dann können wir auch schon anfangen mit dem Boss. Ich weiß gar nicht, ob wir den Mob besiegen können mit unserem Level jetzt. Aber egal, ich habe ja noch die Kanone. Ich glaube aber, man kann nur mit Zaubern schaden, deswegen. Man kann Bosse nur mit Zaubern schaden, das ist das Problem, glaube ich. So. Okay, mal so ich bin auf dem Weg zu dir. Okay. Ich habe dir hier extra so eine Lücke ausgebaut, wo du einfach das Objektiv reinplacen kannst und dann können wir auch schon anfangen damit. Okay, ich bin fair gerade. Ah, warte, nee, bevor wir das machen, wir brauchen noch Mana-Cakes, damit wir unsere Mana immer regenerieren können. Weil das haben wir letztes Mal schon gemacht, dass wir halt öfter schießen können. Wenn wir zweimal schießen können und danach keinen Mana mehr haben, ist ein bisschen dumm. Deswegen müssen wir da ein bisschen vorsorgen. Ey, warte mal, ich habe doch meine Magierüstung gecraftet. Die kann ich eigentlich benutzen. Da habe ich auch automatisch Mana-Regeneration, glaube ich. Krass. Warte mal, ich gucke einmal kurz nach. Warte, kann ich jetzt hier anziehen? Habe ich dann Mana-Regeneration? Nee, aber irgendwie glaube ich, macht das irgendwas mit Mana. Ich weiß aber nicht genau was. Okay, warte mal. Wisst ihr was, ist auch egal, Freunde. Wir werden auf jeden Fall erstmal kurz hier... Auf jeden Fall müssen wir einmal kurz hier mal kurz die Mana-Cakes raus. Und ich glaube, ich mache dir mal und uns gerne im Rell mal ein bisschen noch ein paar. Wie macht man sich hier nochmal was im Mana-Cake? Was braucht man denn dafür alles? Zucker, Weizen, Desert Nova und Cerro Blossoms. Wir haben auch Desert Nova und Cerro Blossoms. So, machen wir mal so. Zucker und Weizen war das noch, was wir benötigt haben. Haben wir noch Zucker? Ich hab, glaube ich, Zucker. Du hast Zucker? Das ist ja auf jeden Fall cool. Ja. Wie viel brauchst du? Ich brauch 2. 2, ich habe... 2 Zucker. Vergessen wir. Hast du gar keinen Zucker? Nee. Nada, Nente, gar nichts? Nein. Joa, nicht? Ganz sicher? Zero. Zero. Ganz sicher, Mann, du hast wirklich nicht... Warum hast du denn nicht... Was war das? Der schießt irgendwas auf mich. Lord, das ist ein Land-Oktorok. Pass auf, die schießen Kanonenbälle oder sowas. Ich weiß, hab ich gemerkt. Okay, ich glaube, wir können das leider keine neuen Mana-Cakes mehr machen. Halb so schlimm. Das schaffen wir schon irgendwie. Wir haben jetzt insgesamt 4, also jeder 2. Ich weiß halt nicht, ob das reicht. Okay, warte mal. Wie viel machen die? Also wie viel... Die geben 30 Sekunden Mana-Regeneration. Und das ist halt einfach schneller nach jetzt die Mana. Aber okay, lass mal kurz hier schon mal weitergehen, weil ich habe hier auf jeden Fall schon alles aufgebaut da hinten. Und dann können wir auch schon direkt anfangen mit dem Boss hier. Ich weiß halt nicht, ob wir den wirklich jetzt kriegen können. Ich habe es eben schon gesagt, glaube ich. Aber ich bin optimistisch. Du auch? Ja, natürlich. Muss man sein. Du hast gar keine Rüstung an, ne? Nee, es ist halb so wild, glaube ich. Weißt du was? Ich leide kurz was aus hier, okay? Das will ich wieder haben. Okay? Oh mein Gott. Ich will das wieder haben, beides. Ja, überlege ich mir. Wenn du das nicht wieder kriegst, dann töte ich dich. Oha, okay, ich hab's sie wieder. Okay, komm mit. Auf jeden Fall habe ich diese kleine Lücke gebaut und hier einfach das Obsidian jetzt reinpacken.
Wie weiß ich, bis rausholen. Aber ich glaube, das Ganze, ich hoffe, ich habe mir das Ganze jetzt richtig gemerkt. Es sollte auf jeden Fall gleich klappen. Genau, okay. Und jetzt machen wir hier diesen Iron Inlay drum. Und jetzt muss ich hier rein ein Blue Topaz, ein Chimerite und ein Emerald reinwerfen. Dann sollte das Ganze klappen. Okay, bist du bereit für den Boss? Ja. Ah, mir fällt noch was ein. Okay, warte, wir haben doch noch Red Potions, oder nicht? Red Potions, ganz wichtig. Ja, stimmt. Weil ich glaube, wenn wir die noch benutzen, dann könnte das auf jeden Fall was werden, glaube ich. Was greift mich jetzt hier an? Jetzt ist hier ein Unterwasser-Octorok, was soll das denn? Wirklich, diese Octoroks sind so ätzend, das ist ganz schlimm. Meine Güte. Ah, warum sprinte ich nicht? Ja, jetzt okay, perfekt. Okay, wir müssen auf jeden Fall ganz kurz gucken. Wie viele Red Potions habe ich noch? Ich habe noch 4 Stück. Okay. Hast du noch welche? Ich glaube, ich habe 6. 6? Warte, kann ich. Ich nehme mal welche von dir noch mit am besten, oder? Ja, ich bin schon da. Ja, wie viele habe ich? Du hast noch 2, sind fast 6. Hä? Was ist denn los? Ich denke immer, ich habe viel mehr, als ich eigentlich habe. Also, egal, sind fast 6, weißt du? Ist immerhin was. Du musst positiv denken. Genau. Warte ich mal kurz hier das noch mit. So. Dann passt das, okay, dann würde ich sagen, können wir uns jetzt wirklich mal auf den Weg hier zum wunderbaren Bosskampf machen. Okay. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie stark der Boss sein wird. Okay, warte mal, ich gebe dir mal hier kurz ein paar Red Potions. Jetzt haben wir beide 3 Stück. Okay. Das sollte, denke ich mal, passen, okay, warte mal. Pack dir mal alles Wichtige jetzt in die Hotbar, was du brauchst, okay? Ja, genau, mache ich gerade. Ich pack mal kurz die Mana Cakes hier hin. Fackeln brauche ich jetzt eher nicht. Vielleicht Spitzhacke oder so, ich habe keine Ahnung. So. Okay, ich bin auf jeden Fall jetzt ready. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, mach einfach drauf los. Sollen wir mal einfach probieren? Ja. Okay, warte, wir werfen jetzt ein Emerald da rein. Wir werfen das Chimerite da rein. Und er wird jetzt spawnen, okay? 3, 2, 1. Er spawnt absolut nicht. Was haben wir falsch gemacht? Alles klar, Freunde. Ich weiß jetzt, was wir falsch gemacht haben. Und zwar müssen wir noch hier am Rand jeweils immer Vintium-Dodges placen. Deswegen mache ich die mit dir ganz kurz hier. So, jetzt müssen wir hier eine placen, da und da. Und jetzt sollte das Ganze passen, wenn wir jetzt hier alles reinwerfen. So, okay. Bist du bereit jetzt, wirklich? Ja, ich verstecke mich hier hinten. 3, 2, 1. Und da ist er. Okay, da ist der Earth Guardian. Okay. Essen Mana Cake am besten. Dann können wir... Und dann... Oh mein Gott, der fokust mich. Okay. Ich mache den 14 Damage. 14. Okay, gut. Oh mein Gott, pass auf, der wirft irgendwelche Sachen. Pass auf. Ich trinke Red Potion, warte. Ah, okay. Der ist ein bisschen stärker, als ich dachte tatsächlich. Der macht viel Damage. Aber der hat wenig Leben. Wir kriegen ihn auf jeden Fall. Schieß ihn ab. Ich renne ein bisschen weg. Ich muss kurz was essen. Ja, der greift mich an, okay. Der fokust mich die ganze Zeit. Aber wir sollten den easy kriegen. Der ist auf jeden Fall gar nicht so... Der ist voll schwach eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, oder? So. Ja. Und down ist er. Okay, wir haben ihn. Okay, das war... LOL. Okay. Er hat eine Rüstung gedroppt. Zeig mal. Oh mein. Oh mein. Elias, die gibt 8 Rüstungspunkte. 8? Elias, komm mal. Bitteschön. Nein. Doch. Ich hab doch schon die Königsrüstung. Die Königsrüstung. Der Fettsack von Boundbase. Du bist so ein Muskelprotz jetzt. Ey, mit dieser Maske sieht das voll komisch aus. Okay, was hat er noch gedroppt? Er hat 2 Earth Essence gedroppt auf jeden Fall, okay. Und außerdem hat er noch ein Infinity Orb, also noch einen blauen Punkt für den Oculus gedroppt. Nehme ich auch mal kurz mit, perfekt. Okay, dann haben wir den jetzt auf jeden Fall auch besiegt. Okay, ist doch sehr schön. Ich dachte, der wäre ein bisschen stärker. Wir konnten ihn eigentlich relativ einfach noch besiegen dann am Ende. Aber der sah absolut cool aus. Ja, wirklich. Und nicht in allein für das Item hat es sich übel gelohnt, finde ich. Ja, wirklich. Okay, Freunde, ich würde dann an dieser Stelle einfach da mal sagen, das war's mit. Warte, ich wollte dir noch kurz das Buch zeigen, was ich jetzt habe. Schau mal. Weil das ist jetzt hier. Genau. Warte, schau mal, das ist jetzt hier so ein Buch, ne? Und wenn du das hast, da sind jetzt meine beiden Zauber zum Beispiel drin. Siehst du das? Ja. Und wenn du zum Beispiel sneakst und dann mit dem Mausrad gehst, dann siehst du oben links, dass du die Zauber auswählen kannst. Oha. Und dann so kannst du halt den Sachen sparen, weißt du? Cool ist das denn? Das ist eigentlich total cool, weil das halt einfach viel Inventarplatz halt einfach spart, deswegen. Aber ich würde es auch gerne zurücknehmen. Ich dachte, du willst es hier. Okay, Freunde, ich sortiere kurz mein Inventar und danach würde ich einfach mal sagen, das war's mit der heutigen Folge. Oh mein Gott! Ja, war der falsche Zauber? Du meinst, du kriegst 2 Herzen Damage, ich fass es nicht. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Boundless. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Abonniert meinen Kanal, um mich kostenlos zu unterstützen. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Man sieht sich in der nächsten Folge, wenn es wieder ist, Minecraft Boundless. Bis dann, haut rein, Leute, und ciao. Ciao. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine, yeah. Baby, if you want one.
one day you coming with a paper. I ain't texting shawty back.